Gut, dann beginnen wir mit der Pressekonferenz. Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Jahn Regensburg gegen den Club aus Nürnberg. Ich begrüße recht herzlich den Gästetrainer Jens Keller in ein wenig ungewohnter Manier, allein oben auf dem Podium. Jens, deine Analyse zum Spiel, bitteschön. Ja, wir sind sehr, sehr gut in das Spiel reingekommen. Die ersten 15 Minuten haben wir Ball laufen lassen, haben auch immer wieder unseren Matchplan umgesetzt. Machen dann ein sehr, sehr schön herausgespieltes Tor und ab da hat so gefühlt der Mannschaft der Mut gefehlt, weiter so zu spielen, weiter an unserem Plan festzuhalten. Das Gefühl, sie wollten das jetzt schon über die Zeit bringen und das war natürlich nach 15 Minuten sehr, sehr früh. Und Regensburg ist uns dann sehr aggressiv angelaufen und da haben wir nicht mehr richtig dagegen gehalten. Ja, bekommen dann in der zweiten Halbzeit ein Tor, wo man einen Ball schlecht klären, direkt vor die Füße vom Regensburger Spieler, der schießt. Torwart kann er nicht mehr richtig ablenken und bekommen da das 2-1 und laufen dann natürlich hinterher. Haben die eine oder andere Chance dann noch rausgespielt, aber nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und dann haben wir natürlich in der Nachspielzeit das Tor gemacht, was glücklich ist, gar keine Frage, Eigentor, aber wir nehmen den Punkt gerne mit. Danke. Jens, vielen Dank. Dann werde ich jetzt mal die Fragen, die mir per WhatsApp geschickt wurden, von den Nürnberger Journalisten vorlesen und fange an mit einer ganzen Fragenbatterie von Stefan Jablonka von der Nürnberger Zeitung. Die Mannschaft ging diesmal in Führung, es sah aber nicht so aus, als würde das die notwendige Sicherheit verleihen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Eigentlich ist das, was wir wollten und haben 15 Minuten das sehr gut gemacht, aber nach dem Tor haben wir nicht mehr mutig Fußball gespielt und sind eher zurückgewichen als das, was wir wollten, vorwärts verteidigen und da hat der Mannschaft dann der Mut gefehlt. Heise blieb zur Pause in der Kabine, war er angeschlagen? Nein, er war nicht angeschlagen, es hat mir so nicht gefallen und wir wollten da neue Impulse setzen. Wieder misslingt der Befreiungsschlag, wird die brisante Lage immer mehr zu einem Kopfproblem. Ja gut, dass das alles nicht angenehm ist, gar keine Frage. Aber wenn man gesehen hat, wie die Mannschaft Moral gezeigt hat, bis zur letzten Sekunde gefeitet hat und probiert hat, und dann sieht man, dass die Mannschaft funktioniert und intakt ist. Letzte Frage von Stefan Jablonka. Die Konterstärke der Regensburger wurde von Ihnen angesprochen und doch fällt genau auf diese Art und Weise das 1:1. Warum unterbindet nach dem Fehler von Heise keiner mehr diesen Konter? Fehlende Cleverness? Ja, das ist definitiv. Wenn ich 70 Meter vor dem Tor einen Ball verliere, darf ich trotzdem hinten kein Tor bekommen. Ja, wir haben oft genug die Möglichkeit gehabt, den Konter zu unterbinden, besser zu verteidigen, vielleicht auch mal ein taktisches Foul dann zu machen und das haben wir nicht gemacht. Und ob man das jetzt Cleverness, mich ärgert das, weil wie gesagt, wenn man 70 Meter vor dem Tor einen Ball verliert, hat man noch lang genug Zeit, die Situation wieder zu klären. Zwei Fragen von Martin Funk von der Bild. Die erste, wie wichtig kann dieser Punkt noch einmal werden? Ja, es ist ein Punkt der Moral, dass wir bis zur letzten Sekunde an uns geglaubt haben und dass wir das Tor noch machen können. Und deshalb ist es, so wie es dann gelaufen ist, ein sehr, sehr wichtiger Punkt für uns. Und die zweite Frage anschließend, ist Ishak jetzt erst einmal gesetzt? Mika hat seine Sache sehr gut gemacht, macht natürlich auch ein tolles Tor und hat viel gearbeitet. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wer einen Schlag auf die Patellasehne oder aufs Knie bekommen, wie das ist und wie er es auch körperlich. Ja. Mika hat lange nicht gespielt, wie er das körperlich wegsteckt und da müssen wir jetzt einfach mal schauen morgen und die Wunden lecken. Letzte Frage, die eigentlich ja schon fast beantwortet ist, von Chris Bichele vom Kicker, ein Statement zur Leistung von Ishak. Ja, habe ich ja gerade gesagt, er hat viel gearbeitet, macht ein Tor, er muss natürlich nach einer Minute, wo er das leere Tor verfehlt, ich habe es mir noch nicht angeschaut, ob er den machen muss, aber er hat die Torchancen, er macht das Tor und das war ganz wichtig für uns. Gut, ich glaube, per WhatsApp kommen jetzt keine weiteren Fragen in der Kürze der Zeit nochmal rein, deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Jens, und übergebe an meinen Kollegen. Alles klar, Dankeschön. Jens, danke. Ja, dann fliegender Wechsel. Herzlich willkommen auch an dich zur Pressekonferenz. Herzlich willkommen an die Journalisten, die noch auf der Medientribüne ausharren. Ja, erste Frage, Mersat, dein Fazit zum Spiel. Ja, wir sind nicht so gut ins Spiel reingekommen. Wir haben zwei Fehler gemacht, die uns brutal verunsichert haben in dieser Anfangsphase. Die erste haben wir dann Glück gehabt, dass das Ishak nicht gleich ins Tor
umwandeln könnte. Und dann kriegen wir in dieser Phase auch Gegentor, was zu dem Zeitpunkt auch verdient war, dass wir im Rückstand gehen. Und dann, was wichtiger, dass wir gleich Moral gezeigt haben, dass wir uns nicht versteckt haben, dass wir das Blatt in Hand genommen haben und gesagt, okay, jetzt erst recht nicht. Und meiner Meinung nach hochverdient Ausgleich gemacht, war, glaube ich, noch zweimal Pfosten in erster Halbzeit, einmal innen, einmal außen. Konnten auch schon Spiel komplett drehen, kommen richtig gut rein in zweite Halbzeit, genauso wie wir aufgehört haben, erste Halbzeit, machen dann 2-1. Und leider haben wir nichts über Zeit geschafft, es nach Hause zu fahren, das 3 Punkte hier zu behalten, und kriegen wir dann in 94. ein Eigentor. Also unglücklicher geht nicht, aber daran mussten wir arbeiten. Wir mussten dann bei dem Führung 2-1 noch ein paar Bälle noch sauberer spielen, dann können wir wahrscheinlich den 3. Tor machen, damit wäre das Spiel sowieso beendet. Aber trotz alledem, wir haben heute richtig gute Leistung gezeigt, wir gegen einen guten, starken Gegner. Wir haben im Spiel nach vorne viele Möglichkeiten gehabt. Wir haben Ball zirkulieren lassen, was im Vergleich zu ersten 2 Spielen nach dieser Pause eine deutliche Steigerung war. Wir haben auch viele Torschancen erspielt. Waren wir nach Standards auch gefährlich, leider immer noch kein Tor gemacht, aber wir waren sehr, sehr gefährlich nach Standardsituationen. Ja, und jetzt haben wir 35, 37 werden noch besser, aber wir nähern uns die Marke 40. Wir merken, wie in dieser Liga auch Schwerpunkte zu holen ist, für alle, für uns genauso. Weitermachen, das macht Mut, diese Leistung. Danke, damit haben wir die ein oder andere Nachfrage, die es gibt, schon gestriffen oder gar beantwortet. Ich stelle trotzdem noch einige. Fabian Rossmann von Idova fragt dich, warum Marco Grüttner heute nicht gespielt hat und wie er als Kapitän diese Entscheidung von dir aufgenommen hat. Ja, wir haben uns für einen frischen Spieler entschieden, für Albers, dass er in Sturm beginnt. Dann haben wir uns auch für Stolz entschieden, dass wir da auch wirklich Speed haben, und das hat durchgehend richtig gut geklappt. Die waren richtig gut im Spiel, beide. Und Marco hat das als Kapitän auch aufgenommen. Also Marco ist bewusst, dass er nicht mehr der Jüngste ist. Wir befinden uns Mitte der englischen Woche. Es sind 3-mal harte 90 Minuten in 6 Tagen. Und wir müssen Kräfte ein bisschen verteilen. Wir müssen das auf mehrere Schulter aufteilen. Und das war es, glaube ich. Wie schafft man es jetzt nach diesem späten Rückenschlag, Nackenschlag, die Köpfe bis in der kurzen Zeit bis zum Freitag wieder aufzurichten? Ja, ich habe als allererstes, ich habe keine Köpfe hängen sehen. Also Mannschaft ist bewusst, was wir geleistet haben. Mannschaft ist auch bewusst, dass solche Sachen auch im Fußball durchaus passieren können. Es ist nicht schön, wenn du das in 94. kriegst, aber wir haben auch gegen Kiel ausgeglichen in 93. Also von daher glaube ich, dass das Mannschaft richtig gut einordnen kann. Wir haben einen Punkt auf die Plätze, von wo wir weg wollen, auch gut gemacht. Und von daher, es geht einfach, sich jetzt körperlich zu erholen und frisch am Freitag aufzutreten. Abschließende Frage von Manuel Schwarz von der dpa. War das heute eher ein gewonnener oder eher 2 verlorene Punkte im Kampf um die 40-Punkte-Marke? Das ist echt eine gute Frage. Ich kann, glaube ich, mehrere Antworten geben, aber ich bleibe dann professionell. Wir haben einen Punkt gewonnen, wir sind näher zur 40er-Marke als vor dem Spiel, einen Punkt. Natürlich, wenn man in 94. so ein Slapstick-Eigentor kriegt, dann kann ich das auch ein bisschen anderes formulieren, aber gut, die Frage ist berechtigt. Danke, Mersat. Dann ja, sehen wir uns zur PK vorm Spiel wieder. Danke auch.